Wir sind jetzt hier gerade in Belitz, die Belitzer Heilstätten, und wir drehen jetzt gerade Mein Herz brennt. Eigener Ort und großer Mord. Hier ist mal irgendein Mord passiert, da habe ich das erste Mal von gehört. Irgendwelche Gruftis haben sich hier abgestochen. Soweit ich weiß, war das mal eine Lungenklinik oder sogar auch eine Nervenklinik, ein russisches Krankenhaus. Ja, hier in dem Raum wurden Lungenkranke wieder gesund gemacht, aus sehr mysteriöser Art. Man wusste ja, dass das diese Heilstätten verlassen sind, dass hier also irgendwelche Schatzsucher hier unterwegs waren, die sich alte Gynäkologenstühle rausgezogen haben oder Behandlungsinstrumente, keine Ahnung. Darf das ja nicht sagen, wenn das rauskommt. In Belitz bin ich schon mit meiner Liebsten vor Jahren eingebrochen und habe mir Sachen rausgestohlen, weil ich dachte, das wird sowieso dem Erdboden gleich gemacht. Das mache ich jetzt natürlich nicht mehr, ne? Jetzt kurve ich das ordentlich. Das ist das 24. Video, und ja, im Rückblick freue ich mich über alle Videos, die wir gemacht haben, auch wenn die meisten davon nicht einfach waren zu drehen. Wir wissen, dass im Belitz keine Scheiben drin sind, und bei Videos wird an viele gedacht, aber nicht an, dass das den Leuten, die da mitmachen, warm ist. Also Video heißt frieren. So, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Mein Herz brennt ist ein ungehobener Schatz. Das ist irgendwie uns durch die Lappen gegangen damals. Und vielleicht präsentiert das Lied am besten unser Gesamtwerk wieder. Es ist schon eine gewaltige Bildsprache, die sich schon lohnt, nochmal in Bilder umzusetzen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Der Text ist so ein bisschen mysteriös und gruselig, albtraumhaft. Dämonen, Geister, schwarze Feen, sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Kennt er eigentlich her, dass er heute noch Sachen träumt, die er als Kind geträumt hat? So Wiederholungsträume, und das war ein Thema wert. Verarbeitung von Kindheitsgedöns. So. Mein Herz brennt! Jeder interpretiert natürlich auch immer die Texte so für sich und hat seine eigene Geschichte. Und zwar hatte ich immer das Bild, dass sich das Monster sozusagen sich seine Lebenskraft immer aus den Tränen der Kindern holt, indem er quasi das mit der Spritze aufsaugt und sich das in den Venen schießt. Zack. Nix mit Nintendo heute. Kompottsperre und früh ins Bett. Okay. Wer das letzte Cover gesehen hat, der kann schon so ein bisschen so Morbidität erkennen an der ganzen Geschichte und halt diese Verbindung so mit Rubens und seine Affinität so für alte Klamotten und so Rococo-Renaissance-Geschichten. La portada y el libro interior, las fotos son mías, y en América hicimos para un libro y para un single. Ja, y bueno, es un placer trabajar con ellos. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir mit dem gerne weiterarbeiten würden.
Manche bezahlen so Geld dafür, dass sie besser baden können. Ich kenne Till und Flake sehr gut. Und es war sehr merkwürdig hier am Set. Wir wurden ja auch gehängt. Dann wurde ich am Schluss noch ins Bett gekettet. Das war dann auch sehr gruselig. Lo más importante con Rammstein es que tiene una imagen tan fuerte. Si analizas toda la trayectoria de ellos, tienen siempre una imagen fuerte, pero al mismo tiempo siempre diferente, ¿no? Entonces ahí es donde tienes ese punto de libertad para poder hacer algo que se adapte a tu propio estilo, ¿no? Y lo más importante es intentar hacer algo que sea fuerte, que sea personal y que guste a la gente, ¿no? Que sea lo que esperan, pero que les sorprendan de otra manera de presentar a Rammstein. Das Gute bei Eugenio ist, dass seine Kreativität bei uns entwickeln kann und ausleben kann. Und es ist natürlich immer ein ganz, ganz großes Abenteuer. Wir haben schon mehrmals mit ihm Fotoshoots gehabt, die immer sehr chaotisch waren, wo spanische und deutsche Mentalitäten zusammenprallten. Langsam! Aber die Ergebnisse waren immer so überzeugend, dass wir uns auch haben quälen lassen und das als Paket genommen haben. Minus 4 Grad und Misskommunikation. Also von Spaß kann ich die Rede sein. Gestern die brennende Wand, die war ganz lustig. Also ich war froh, dass er gebrannt hat, weil er eigentlich schon verdunstet sein müsste nach diesem Irrsinn hier mit dem Soundtrack, der irgendwie nicht lief und das Gewahrt und die Kameraeinstellung. Also dass das wenigstens funktioniert, das war ganz okay. Wir sind halt Spanier und da ticken die Uhren ein bisschen anders. Und also der ganze Arbeitsprozess, Abläufe und sowas, die sind, wenn man jetzt höflich ist, sagt man entspannter. Ich sag mal, für so einen deutschen Tagesablauf ist das wahrscheinlich gar nichts irgendwie. Also da kommt man schon teilweise an die Grenzen ein bisschen rein, aber das ist ja egal, das zählt das Ergebnis. Das liegt einfach daran, dass der Hauptdirektor Eugenio im Grunde genommen kein Englisch spricht und kein Deutsch. Also er spricht halt nur Spanisch und Französisch. Der Kameramann spricht nur Französisch. Die Stylisten sprechen nur Tschechisch. Und alle anderen sprechen Deutsch, ja. Also da musst du viel über intuitive Gabe Dinge erkennen und auch realisieren. No vas a ver la estructura, no quieres ver la estructura. Canta como lo hace. Roll camera. Action. Okay, now stay calm. Que continúe. Okay, keep walking a little bit, Melanie. Eso es, que me vaya mirando como que. Okay, yes, great. Look at your side. Eugenio erzeugt ganz starke Bilder und dazu gehören Kostüme, schräg aussehende Gestalten, schräge Ambiente, schräge Handlungen. Also mittlerweile herzen und küssen wir uns hier ganz toll und alle haben die ganz doll lieb, aber es ist wie immer, man braucht so ein bisschen Zeit, um sich so anzunähern irgendwie. Und meistens ist das immer so, am Anfang ist man so sich fremd und nach so einem Dreh, wenn man auseinandergeht, haben sich alle lieb irgendwie. Er ist eine tolle Frau, so selbstbewusst und so cool unterwegs dafür, wie sie aussieht, das hinterlässt eigentlich ein Trauma da eigentlich, wenn man ständig angestarrt wird, also auch mit keinem reden kann, ohne sie merken, dass da was schief ist durch diese Stimmlage von ihr. Hut ab, also ja, wir haben sie jetzt auch zum Konzert eingeladen, also ich glaube, mit der halten wir noch Kontakt. Ist eine tolle Frau. Lebensgeschichte nicht. Was ich aber total faszinierend finde, ist, dass man aus seiner Situation, ob das nun durch Krankheit oder durch Geburt passiert ist, so einen aktiven Lebensweg einschlägt, indem man sagt, okay, das benutze ich, um daraus eine schauspielerische Karriere zu machen. Ja? Das finde ich extrem spannend und extrem
positiv. Dass sie sich so uns offenbart, das macht ja dieses Intime oder Sensible auch dann so aus. Und davor habe ich sehr großen Respekt. Das ist nicht so ein übliches Band-Video, wie man das so kennt, mit Rock'n'Roll und Cola trinken und so, sondern das ist was Eigenes, was Künstlerisches. Es ist nichts schiefgelaufen. Wir haben ein Experiment gemacht, mit Eugenio ein Video zu drehen. Es ist nur so, dass wir einen ziemlich hohen Anspruch an die Videos haben und deshalb haben wir uns entschieden, das nicht zu benutzen. Das hat einen nicht abgeholt. Also damit meine ich, dass die Musik einfach nicht zu den Bildern passte. Was passiert ist, ist Theorie und Praxis, ja. Eugenio ist ein guter Typ, ein guter Fotograf. Das Problem ist beim Video, du brauchst einfach auch jemanden, der extrem viel Rhythmus hat, der auch eine Dramaturgie im Song erkennt. Wir versuchen jetzt, die Bilder zu ergänzen, um dieses verdammte Video zu retten. Das ist praktisch wie der Euro-Hilfsfonds. Jetzt, bevor das komplett abkackt, pumpen wir einfach nochmal was rein. Hallo, ich bin Ben Gunn. Wir drehen hier die Schatzinsel Teil 4 und wir benutzen Musik von Rammstein dafür. Ich hoffe, die merken es nicht, sonst könnten sie uns verklagen. Das machen sie sehr gerne. Ich bin dazugestoßen zu diesem Projekt, weil es unvollständig ist, das Video, wie es jetzt. Das heißt, es wurden ganz viele Sachen gemacht, aber sie haben nicht ganz richtig auf den Song gepasst und waren nicht, sagen wir mal, dramaturgisch-szenisch. Sie waren fotografisch sehr schön, aber es war nicht richtig aufgelöst. Das heißt, es ist ins Leere gelaufen. Dann hat man mich gefragt und da bin ich. Dieses Video ist jetzt mein viertes Rammstein-Video. Zuerst fing es mal an mit Ameisen. Dann mit so Selbsterfahrungsmomenten mit meinem Teil. Und dann waren wir in Rumänien, in den Karpaten, mit auch so Selbsterfahrungsdingern. Und hier ist es dann, genau, das vierte. Irgendwie schließt sich ein bisschen der Kreis. Drehen wir noch die Szenen nach, die wir denken, dass wir die noch brauchen. Das macht ja auch Spaß. Also, das muss ja jetzt nicht schlecht sein. Das Wetter ist schön, das Essen schmeckt gut, hat gute Laune, ist alles schön. Das, was im Dezember gedreht wurde, ist eine Art Vergangenheit. Und das, was ich jetzt mache, ist eine Art Jetzt-Zustand und ein Blick in die Zukunft mit Verweisen auf die Vergangenheit. Die Kinder von damals sind jetzt die Rammsteins von heute geworden, sozusagen. Also es ist im Prinzip ein Kinderalbtraum, der nicht aufhört. Und die Frau,
taucht auch wieder auf, nur eben als alte Frau. Meine erste Zusammenkunft mit Rammstein. Ich habe vor 2 Jahren schon mal gedreht, Haifisch, und gehörte zu den Trauergästen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich sofort danach gesagt habe, also wenn er noch mal irgendwie auf mich zurückkäme, wäre ich sehr froh. Und das ist jetzt passiert. Wollen wir kurz? Entschuldigung. Bleib ruhig da. Nee. Und zwar die Endposition, wenn du sie, dass wir das einmal haben. Du bist im Prinzip. Du hast sie, du lässt dich fallen einfach. Das ja, fallen. Ja. So, so ganz runter. Ach, ganz runter. Genau, so eine Position. Und dann hast du sie irgendwie so schön pittoresk. Sterbender Schwan oder irgendwie sowas. Nochmal bitte. Also umarm dich. Ja. Und das ein bisschen hin und her. Mhm. Rupp dir das runter. Ja. Und dann so. Bevor es dann zu den Szenen kam, haben wir ein paar Worte gewechselt und ich habe auch ein totales Vertrauen gehabt und war überhaupt nicht ängstlich. Also ich kenne die Musik, kenne auch die Texte und weiß, dass das hier kein Honeymoon war oder sonst irgendwas, sondern also man lässt sich auf ein bisschen was ein, aber das finde ich wunderschön. Ein heller Schein am Firmament, mein Herz brennt. Fantastisch, fantastisch. Du bist unser Black Swan. Wunderbar. Paco, was wir auf jeden Fall noch nachdrehen mussten, war die Vocal Performance. Ich finde es eigentlich ganz furchtbar, wenn der Sänger durch so eine Gänge läuft und dabei singt. Das schrabelt dann dicht am Schlager vorbei. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament, mein Herz brennt. Aber wichtig ist, dass das Video gut ist, und dafür würde ich dann auch Kompromisse eingehen. Mit Zoran kann man die verrücktesten Sachen drehen und peinliche, also dem ist egal, wie die Band aussieht. Aber er ist immer so offen für alle, dann ist gut. Dummerweise sehen wir jetzt aus wie Rumpelstilzchen oder so singende, klingende Bäumchen. Till sieht aus, sag ich mal lieber nicht, will keinen Ärger. Schneider sieht aus wie völlig krank und heroinabhängig. Flake sieht aus wie bei Waterworld, der Typ, der in dem Tanker unten in dem Erdöl sitzt. Naja, jedenfalls, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das richtig ist jetzt, dass wir alle so total bekloppt aussehen, weil passt eigentlich nicht zu unserem Image. Also es ist so gedacht, der Look, wenn man irgendwie 25 oder 30 Jahre im Loch sitzt und nicht wirklich Zeit für Friseur hat und für Daily Care. Der Image ist ja, dass wir total schicke Burschen sind, muskulös und attraktiv auch im hohen Alter. Und jetzt sehen wir alle so wieder aus wie lebende Gartenzwerge. Und Gitter-Action! Rüttel. Und kommt hoch! Der Zoran versucht, Situationen zu drehen, die die Energie des Liedes etwas besser ins Bild übertragen. Das heißt, dass wir mit Shellys den Refrain spielen als Band. Und hier so ein bisschen so rumhampeln, damit Bewegung ins Bild kommt. Nee, keiner von uns kann Cello spielen und es wird auch so aussehen, dass wir es nicht können. Also das ist extrem schwer, selbst das darzustellen. Aber vielleicht kriegt man das ja durch irgendwelche Effekte hin. Aber wir werden es zumindest versuchen.
Ich muss jetzt gleich zum Unterricht. Wichtig ist, dass die Emotion rüberkommt und dass deine ist und dass, wenn wir das sehen, dass es etwas in uns auslöst. Und wenn es etwas in uns auslöst, dann ist es schon der Haupttreffer. Mal, was bei einem dabei rauskommt, ja. Bin mal gespannt. Vielleicht treffen wir uns in einem halben Jahr nochmal und es wird das ewige Video. So eine never-ending story. Und irgendwann bei einem Karriereende oder so bringen wir es raus und dann ist das das Video auf das alle. Das geheime Video. Ach naja, ich glaube, dass es schon was wird. Das hoffe ich auch. Wir brennen! Ruhe bitte! Und Action! Und ruhig zurückgucken. Das Haus brennt. Jawohl. Selbstbewusst in die Zukunft. Mein Herz brennt.